Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die bisherigen Sammelabschiebungen im Dezember und Januar und insbesondere die Schicksale der hiervon Betroffenen haben in der Öffentlichkeit, bei den Helferkreisen, in den Schulen, bei den Mitschülern und Mitschülerinnen, bei den Menschen, die von der Abschiebung Betroffenen kannten, bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, bei den Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch in der afghanischen Community und den anderen Flüchtlingen hier im Lande Unverständnis, Betroffenheit, Trauer, Bestürzung und Entsetzen ausgelöst. Ein deutsches Ehepaar, das einen ihm bekannten Abgeschobenen nachreisen wollte, um ihm etwas Unterstützung zukommen zu lassen, erfuhr von der deutschen Botschaft in Kabul. Für Afghanistan besteht Reisewarnung, und zwar für das ganze Land. Es gibt keine sicheren Gebiete, und wir raten von Reisen nach Afghanistan ab. Diese Auskunft steht in diametralem Gegensatz zu den derzeitigen Ausführungen des Bundesinnenministers, der behauptet, dass die Lage in Afghanistan zwar kompliziert sein möge, aber es doch irgendwo sichere Ecken gäbe, doch wo diese sein sollen, das verrät der Bundesinnenminister nicht. Über 50 Tote allein bei Anschlägen in Kabul in den letzten Wochen, über 90 Verletzte, Anschläge auf das Parlament, auf Gerichtsgebäude, auf eine schiitische Moschee und sonst wo. Ein aus Bayern, aus Bamberg abgeschobener Flüchtling, ein junger Altenpfleger, gut integriert, gut Deutsch sprechend, für seinen eigenen Lebensunterhalt in einen Mangelberuf sorgend, wurde bei einem dieser Anschläge in einem vermeintlich sicheren Gebiet in Kabul verletzt. Das Rote Kreuz verlor bei einem Anschlag kürzlich 6 Mitarbeiter, die wurden erschossen, 2 wurden entführt und seither nicht mehr aufgefunden. Das Rote Kreuz hat seither seine Arbeit in Afghanistan ausgesetzt. Absurd ist zu meinen, Zivilisten seien nicht Ziel von Taliban-Anschlägen, sondern nur deren Opfer. Zynisch finde ich dies angesichts von 12.500 ziviler Opfer im letzten Jahr und der Tatsache, dass ja die Zivilbevölkerung, Polizei, Bildungs- und Gesundheitswesen, Minenräumer, das Rote Kreuz und sonstige Hilfsdienste zu ihrer Sicherheit braucht. Zynisch ist es, so zu argumentieren. Hinzu kommt, es gibt in Afghanistan bereits jetzt schon 2 Millionen Binnenflüchtlinge, in elenden Umständen lebend, geflohen aus Gebieten, wo sie von den Taliban vertrieben wurden. Gebiete, Herr Innenminister, die gestern noch sicher waren, sind es möglicherweise nachts nicht und sind es möglicherweise morgen nicht mehr. Wie viele Menschen müssen sterben, um einen Krieg ernst zu nehmen und aufzuhören, ihn wegzudiskutieren zu versuchen? Wir müssen uns der Frage stellen, inwieweit die Sicherheitslage in Afghanistan es zulässt, Ausreisepflichtige dorthin abzuschieben. Diese Beurteilung vorzunehmen, fällt in die Kompetenz des Bundes. Den Ländern steht hier nur ein eingeschränkter Beurteilungsspielraum zu. Aber hieraus erwächst natürlich für die Bundesregierung, an der Sie ja auch beteiligt sind, die Aufgabe, auf Veränderungen der Sicherheitslage schnell und sachgerecht zu reagieren. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann fordert den Bundesaußenminister Gabriel auch dringend auf, eine aktualisierte Bewertung der Sicherheitslage unter Einbeziehung der Einschätzungen des Roten Kreuzes, des UNHCR und des IOM vorzunehmen. Der UNHCR, das ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt, stellt für das gesamte Staatsgebiet Afghanistans einen innerstaatlichen bewaffneten Konflikt fest.
Man könne nicht zwischen sicheren und unsicheren Gebieten unterscheiden, sagt der UNHCR. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, fordern auch Sie mit den anderen Fraktionen des Bayerischen Landtags die Bundesregierung auf, eine neue aktuelle Sicherheitsbewertung vorzunehmen. Wir fordern dies in unseren Antrag und wir fordern aber auch weiter, langjährige, hier lebende, gut integrierte Flüchtlinge nicht abzuschieben und ihnen entsprechend der Paragraphen 25 folgende des Aufenthaltsgesetzes Bleiberechtsanerkennungen zuteilwerden zu lassen. Bei diesen Bleiberechtsanerkennungen, meine Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Fallzahlen in Bayern und in anderen Bundesländern anschaut, hinkt Bayern schwer hinterher. Andere Bundesländer integrieren langjährig hier lebende Flüchtlinge, die selber für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Bayern tut es nicht, zum Schaden natürlich von gut integrierten Flüchtlingen aus Augsburg, aus Landshut, aus Bamberg, aus Weitenau und aus anderen Orten, die in den Abschiebefliegern saßen. Vielleicht hierzu noch eine kurze Stellungnahme des Geschäftsführers der IHK Schwaben. Er stellt fest, in Schwaben sind aktuell knapp ein Drittel von rund 550 auszubilden in den IHK-Beruf mit Fluchthintergrund aus Afghanistan. Und gerade die afghanischen Flüchtlinge sind aufgrund ihrer hohen Motivation, ihrer realistischen Berufswünsche, ihrer guten Deutschkenntnisse passende Bewerber für viele unserer Betriebe im Lebensmittelbereich, im Textilbereich, bei der Logistik, beim Handel, in der Gastronomie, in der Hotellerie, überall dort, wo wir dringend nach Bewerbern suchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fordern in unserem Antrag weiter, kranke und traumatisierte Flüchtlinge nicht abzuschieben. Hierzu ein Zitat des Diözesan- und Caritas-Direktors Dr. Andreas Mack, als er von einer Abschiebung eines vom Hilfswerk des für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge in der Diözese Augsburg erfuhr. Er sagte, was für ein Staat sind wir? Berufen wir uns nicht ständig auf unsere christlich-abendländische Kultur? Wir handeln aber wie jeder andere Staat, dem Menschen Leben egal sind. Und er sagt weiter, jede falsche und unsinnige Abschiebung schadet auch unserem Ruf und dem Ansehen unserer Wertekultur. Ich möchte jetzt nicht aus Zeitgründen auf das Schicksal des entsprechenden Flüchtlings eingehen, der aus Pakistan, in Pakistan aufgewachsen ist, weil seine Eltern aus Afghanistan fliehen mussten, der natürlich in Afghanistan Anschläge bereits miterlebt hat, der schwer traumatisiert ist, den man bei uns Hilfe zuteil hat werden lassen wollen, aber der aus der Einrichtung abgeschoben wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen und insbesondere lieber Herr Innenminister Herrmann, stoppen Sie diese Politik des Angst- und Panikverbreitens. Stoppen Sie diese Unsicherheitspolitik. Schaffen Sie wieder eine Politik der Sicherheit und des Schutzes der Menschenrechte zusammen mit der Zivilgesellschaft, mit der Wirtschaft, mit den Kirchen, mit den Sozialverbänden und den vielen, vielen Helferkreisen, die vermutlich Ihnen auch geschrieben haben, deren Briefe Sie ja kennen. Dann wären Sie wieder in guter Gesellschaft. Dankeschön, Frau Kollegin Kamm.